Wir sind hier beim Panoramalauf 2018. Wir sind heute in der Vierergruppe so rum und wollen heute den Lauf hier rocken. Ja, Patricia, Ralf und Henning. Und gleich geht's los am Start. Ich bin gespannt, ob wir es überhaupt packen. Packen wir es? Auf jeden Fall. Ja, dann wünschen wir euch schon mal viel Erfolg bei eurem Lauf. Es geht los. Wir hoffen, dass alle... Zwei, eins. Wir sind die Letzten und es geht los. Vor uns. Laufen Sie, guck mal. Und wir sind die Allerletzten noch. Noch sind wir die Letzten. Es geht immer los. Und Ralf, wie fühlst du dich? Wunderbar. Nach 5 Metern. Ja, genau. Wir haben jetzt so 1,5 Kilometer hinter uns. Sind noch alle da, bis auf Patricia. Patricia war klar, sie läuft ein bisschen weniger und nicht in der Männerriege mit. Mal gucken, wie lange ich in der Männerriege mitmache. Aber gutes Wetter heute. Schöner Sonnenschein, aber auch nicht zu warm. Wirklich cooles Laufwetter. Das schaffen wir, Ralf. Wir haben jetzt 4 Kilometer hinter uns. Läuft, oder? Läuft. 4 Kilometer, noch kein Problem. Oder 3,5 vielleicht, keine Ahnung. Aber die Beine sind gut. Ralf, ja. Quatscht gar nichts mehr. Seit einem Kilometer. Ich gehe nur gleich auf. Ja. Und der Einzige, der quatscht, ist der Henning. Ne? Alles am Babbeln. Mann, der labert mir das Ohr voll. Ja. Jetzt haben wir das Glück, dass wir ein bisschen bergab laufen. Ich laufe ein bisschen vor, damit ihr die Jungs seht. Ja, Jungs genießen es auch, bergab zu laufen. Ich muss gucken, dass ich nicht gleichzeitig auf die Fresse falle hier, weil hier ist so Geröll. Aber wir haben jetzt so knapp, so kurz vor 5 Kilometern und uns geht's gut. Hinter uns quatschen irgendwelche anderen Leute. Macht ja nichts. Gerade eben hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Die Zehner laufen geradeaus, wir mussten abbiegen. 15 Kilometer machen wir heute, ja? Jawohl. Gerade kurz noch trinken dürfen, das war wichtig. Und jetzt sind wir bei 5,5 oder 6, irgendwie sowas. Und sag mal, guck mal auf deine Uhr, Henning. Was sagt die Uhr? Ja, 5,8 Kilometer, 37 Minuten. 5,8 Kilometer sind wir schon. Genau. Sehr gut. Läuft. Alles klar. Ich kann noch babbeln, das ist ein gutes Zeichen. Wir müssen schneller werden. Ja, definitiv. So, jetzt haben wir eine ganze Reihe Leute gespatzt hinter uns. Da laufen sie, guck. Da laufen sie hinter uns. Hier geht's noch bergauf. Gucken, wie lange wir das durchhalten. Wir sind jetzt bei 8,5. Und wer voll auf den Sack geht, ist die Uhr vom Ralf. Ja, mir auch. Die piept andauernd, weil sein Puls so hoch sein soll. Alter, dann fall halt um. Ehrlich. Man sieht ja auch gleich. Weiter geht's. Wir haben jetzt 10 Kilometer hinter uns. Der Ralf ist nur einen Augenblick hinter uns mal platziert. Kommt gleich wieder. Seine Uhr macht ihn wahrscheinlich wieder rasend. Aber 10 Kilometer haben wir schon. 2/3. Wir können noch reden. Also läuft's. Richtig geil. Vor 2 Jahren bin ich schon mal hier gelaufen beim Panoramalauf. 2016 gibt es auch ein Video übrigens. Guckt mal rein. Da war ich der Letzte von allen. Aber diesmal schaffe ich mehr. Weil ein bisschen trainiert vorher. Henning, was sagst du? Jo. Hoppala, hast du auf die Fresse gefallen. Das hier ist der Single Trail. Der Henning ist schon vorne weg. Ist gar nicht so ohne, muss man echt aufpassen, dass man nicht auf die Fresse fällt. Komm mal, Radfahrer. Gemach, Jago, gemach. Super. Ja. Wo kommst du eigentlich her? Im Rad kann ja jeder. Mann. Echt, ey. Luschis. Mit dem Rad fahren sie hier rum. Naja. Kann nicht jeder so hart sein wie der Henning. Wir sind jetzt bei 12 Kilometer, knapp drüber und läuft noch ganz gut. Ich merke schon langsam in den Beinen,
Ja. Aber 3 Kilometer schaffen wir noch. Es geht. Hauptsache nicht letzter werden. Hauptsache nicht letzter werden. Hauptsache. Verdammte Scheiße. Oder Henning? Wir sind letzten Nacken. Gas. Die Kehrfahrräder sind knapp hinter uns. Aber dazwischen ist noch Puffer. So, jetzt ist es soweit. Bei 13 Kilometern bin ich der Letzte. Hinter mir ist das Kehrfahrzeug. Scheiße. Ich muss mal Gas geben, damit ich am Ende nicht der Letzte werde. Voll Kacke. Naja. Hauptsache ich lauf durch. Noch 300 Meter. Dann habe ich es geschafft. Der Ralf und der Henning sind schon weg. Die haben 500 Meter Vorsprung jetzt. Die sind besser als ich. Die laufen besser. Die sind jünger. Die sind leichter. Alles Ausreden. Aber ich hab's gleich gepackt. Vorne ist schon der Zielbereich. Guck dir die Jungs an. Da unten stehen sie und warten. Wie kollegial ist das denn? Na ja, gut. Macht nichts. Ich glaube, wir laufen zu dritt durch. So ist, glaube ich, der Plan. Puh. Einmal rum. Und jetzt durchs Ziel. Schoki Banoki ist auch da. Komm, Henning. Komm, Ralf. Yeah. Alles geschafft. Ich bin zwar nicht mitgelaufen, aber ich unterstütze den Sascha. Alter, Christian ist auch da. Ja, ja, Sascha, ganz starke Leistung. Berühmte Frage, so ein Sportler auf dem Spielfeld, wie fühlst du dich? Alle zum Dritt da reingelaufen? Ja. Oder? Ja. Ja, das war ja Woran hattet ihr Legen? Woran hattet ihr Legen? Woran hattet ihr Legen? Aber du siehst immer. Das ist echt frisch aus. Ja. Oh, ich krieg einmal Getränke gebracht. Danke schön. Scheiße, Gesichtsfläche. Ich geh mal zur Turnierleitung und frag mal, was ich für eine Zeit hatte. Ganz wichtig. Hier, Turnierleitung. Was hatte ich für eine Zeit? Mach mal langsam, euch müssen wir gerade nachkorrigieren. Wie? Scheißaktion. Wie, Scheißaktion? Ja, weil die da gewartet haben und dann haben wir gedacht, die wären schon längst eingelaufen. Haben wir euch Kirre gemacht? Ja, Kirre gemacht. Sehr gut, das so gefällt es mir. 15. Kann ich inoffiziell mal mit 11 von die. Ein wie viel? 1,42,15. 1,42,15 reicht mir. Reicht mir, 1,42,15. Super. Alles klar. Wo ist die Patricia? Patricia war doch auch irgendwo hier. Patricia! Da, guck mal, wollen wir hören, was die Patricia gemacht hat. Patricia! Patricia, die auch da. Ich warte. Bist du 10 Kilometer gelaufen? Warte, ja. Ja, sehr. Stunde 15, bisschen langsam. Stunde 15. Solo. Ja. Das war der Panoramalauf. 2018, ich muss schreien. Und alle sind angekommen. Cheerio, Miss Sophie.